Der Serienresonanzkreis. Nun, jetzt haben wir erstmalig alle drei unterschiedlichen Elemente in einem Schaltkreis. Und zwar haben wir hier eine Quelle U, den Widerstand R, ein L und ein C. Und haben einzelne Spannungsabfälle UR, UL und UC und einen Strom mit der Stärke I hier fließen. So, was wir sofort ausrechnen können, ist die Gesamtimpedanz Z gesamt dieser Reihenschaltung, also R plus J Omega L plus 1 durch J Omega C. Und in diesem Fall multipliziere ich das J mal aus, damit man das ein bisschen klarer sieht. Das ist das R plus J mal Klammer auf Omega L minus 1 durch Omega C. Wir sehen, dass die beiden Blindwiderstände vom L und vom C sich hier kompensieren könnten. Die einzelnen Spannungen UR haben wir mit U mal R durch R plus J mal Omega L minus 1 durch Omega C. UL U mal J Omega L durch R plus J Omega L minus 1 durch Omega C. Das ist eigentlich nur Schreibarbeit. Und UC gleich U mal 1 durch J Omega C. Ich löse diesen Doppelbruch nicht auf. R plus Omega L minus 1 durch Omega C und da noch das J davor. Wir konzentrieren uns mal auf den Betrag, und zwar den Betrag vom Spannungsabfall über den Widerstand. Das ist natürlich UR-Betrag. Das können wir uns eigentlich schenken durch R. So, jetzt der Betrag von dem da ist vom Nenner. Das ist natürlich die Wurzel aus Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat. So, und wir wollen wissen, wann das maximal wird. Nun, wir könnten jetzt mit der Ableitung dahergehen und so, können uns aber auch einfach anschauen, nun, was hier mit dem Nenner passiert, uns das anschaulich machen. Das gehen wir mal den Weg, dann sparen wir uns die Mathematik. Naja, das ganze Ding hier kann den Nenner ja nur größer machen. Das heißt, das kleinstmögliche, was wir hier an der Stelle haben, ist die 0. Und dann, wenn das hier 0 ist, dann wird auch der gesamte Nenner hier unten ja minimal. Nenner minimal bei Omega L minus 1 durch Omega C gleich 0 oder natürlich, und jetzt nenne ich das mal resonant, gleich 1 durch Wurzel LC oder natürlich F-Resonanz ist gleich 1 durch 2Pi Wurzel LC. Das dürften die allermeisten aus der Schule kennen. So, und ist schon das erste Ergebnis hier. Schauen wir uns mal qualitativ ein paar Zeigerdiagramme an. Qualitativ, weil ich keinen großen Aufwand spendieren möchte, um die jetzt sauber zu zeichnen. Ich mache mal drei Stück. So, hier jeweils mit dem Realteil und hier mit dem Imaginärteil. So, noch eins. Und noch eins. Und zwar einmal für F bzw. Omega gering, Resonanz und hoch. Was ich als allererstes mal einzeichnen werde, ist der Betrag der Spannung. Denn die Spannung ist ja hier gegeben über die Spannungsquelle. Das heißt, die wird in der Summe natürlich gleich sein. Passt das noch? Naja, so einigermaßen. Richtig schön ist es nicht. So. So. Und hier auch nochmal. Schreiben wir mal gleich dran. Halt Farbe. Dass das hier U-Betrag ist. Einen Wert hier kennen wir schon. Nämlich, was passiert in der Resonanz mit dem UR?
Hier, wenn nämlich genau das hier 0 ist, dann verschwindet diese Geschichte hier und dann haben wir hier UR-Betrag gleich U-Betrag. Oder eigentlich sogar genauer UR gleich U. Wenn wir hier unten das auf 0 setzen, dann verschwindet nämlich hier der Imaginärter komplett. Das heißt, wir können hier schon mal einzeichnen, dass hier U gleich UR ist. Nun, was haben wir noch? Dann haben wir natürlich den Strom. Der Strom, den zeichne ich hier jetzt auch mal ein, der ist natürlich parallel hierzu. I, Größe spielt erstmal gar keine Rolle. So, und wenn der in die Richtung hier, in der Richtung der reellen Achse läuft, dann läuft natürlich am Kondensator der Strom vor. Das heißt also, die Spannung kommt hinterher, das muss also jetzt hier nach unten gehen, der Pfeil für UC. Und deswegen, da wir trotzdem in der Summe aller Dreier da oben rauskommen müssen, muss der UL nach oben gehen. So, und den Spaß können wir uns jetzt hier nochmal machen an anderer Stelle, bei nämlich der geringeren Spannung, geringeren Frequenz. Da haben wir, ich habe es nicht gerechnet, mache ich gleich. Da haben wir hier ein geringeres UR. Das male ich trotzdem mal so hin, weil ich nämlich hier auch den Strom wieder parallel legen werde. Auch ein bisschen kleiner gemacht. So, und dann ist der Spannungsabfall über dem Kondensator der größere. Denn der hat ja den größeren Blindwiderstand, zumindest vom Betrag her. Das heißt, wir gehen hier mit dem UC nach unten und kommen hier mit dem UL an dem Punkt wieder raus, sodass wir hier den Zeiger für die Gesamtspannung U einzeichnen können. Ähnliches Bild hier. UR parallel dazu wieder I. Nur ist jetzt das UC kleiner, weil der Blindwiderstand, der Betrag des Blindwiderstandes der Kapazität geringer geworden, geringer ist bei höherer Frequenz. Und dafür ist das UL aber größer. Und wir haben hier wieder die komplette Spannung. So, dementsprechend haben wir es hier mit etwas Kapazitivem zu tun. Naja, hier ist es rein resistiv. Und hier ist es induktiv. So, im nächsten Schritt schaue ich mir noch den Verlauf an. So, die Ergebnisse habe ich hier schon hingeschrieben. Das sind nämlich hier das UR, das UL und das UC, das hier steht. Das I würde ich dazu nochmal gleich ausrechnen müssen. Ich schaue mir jetzt zunächst mal an, was denn eigentlich bei geringen und hohen Frequenzen eigentlich vor sich geht. Das können wir letztlich hier unten drunter gleich malen. Also bei geringeren Frequenzen Omega gegen 0 geht UR gegen 0, UC gegen U und UL auch gegen 0. Bei Omega gleich Resonanzfrequenz geht UR gegen U UC ist gleich, naja, wenn ich das jetzt hier einsetze, da die Resonanzfrequenz, dann verschwindet das an dieser Stelle hier. Ich habe hier also nur stehen Omega mal L, Resonanz durch R, J, Omega mal Resonanz mal L durch R. Und wenn ich das hier ersetze mit 1 durch Wurzel LC, dann kriegen wir raus J Wurzel L durch C mal 1 durch R. Und da muss ich noch das Omega L draus machen, da habe ich mich nämlich verschrieben.
So, UC ist gleich minus UL ist gleich minus J durch Wurzel L durch C mal 1 durch R. Und jetzt lassen wir das Omega noch gegen unendlich gehen. Dann kriegen wir raus, dass wieder UR gegen 0 geht. UC geht auch gegen 0 und UL geht gegen U. Und hier mache ich nochmal darauf aufmerksam, dass ich hier die Position tauschen müsste. So, ich betrachte hier nochmal einmal etwas. Es kann jetzt ja sein, dass zunächst hier noch ein U fehlt. Es kann jetzt ja sein, dass Wurzel L durch C mal 1 durch R sehr viel größer als 1 ist. Und dann folgt daraus natürlich, dass UC-Betrag sehr viel größer als U sein kann. Es also zu einer Spannungsüberhöhung an der Resonanz kommt. Wenn wir das zeichnen wollen, auch hier wieder nur eine qualitative Betrachtung, F Resonanz, und hier auf die Y-Achse machen wir entweder I-Betrag oder U-Betrag. Was wir zunächst mal haben, ist das die komplette Spannung U. Und dann haben wir hier die Spannung UC. Mindestens den Betrag davon. Dann haben wir hier die Spannung UL. Und dann kriegen wir noch die Spannung UR. UR-Betrag, UL-Betrag. An der Resonanzfrequenz haben wir hier das Maximum der Spannung UR, dann dementsprechend können wir hier auch den Strom noch einzeichnen, den ich hier jetzt mal so ein bisschen parallel, ja, ich male einfach hier mal genau über diesen Spannungsverlauf drüber, dann kann ich das auch noch I U durch R nennen, die gestrichelte Linie hier, und dann können wir einen Punkt einführen, nämlich hier bei U durch Wurzel 2. Also da, wo letztlich die Spannung über dem Widerstand auf 70% des Maximalwertes gesunken ist. Und diese Frequenzen nennen wir auch die Grenzfrequenzen. F1, F2. Die Grenzfrequenz sieht zunächst mal willkürlich aus. Warum nimmt man dadurch Wurzel 2? Ich erläutere das gleich noch weiter, und F1, F2 minus F1 wäre die Bandbreite. Nun, wenn wir die berechnen wollen, dann schauen wir uns mal an, wie genau die Nenner aussehen. Und da haben wir ja für UR den Nenner, der ist R plus J mal Omega L minus 1 durch Omega C. So, und wir nehmen genau die Stelle als die Grenzfrequenz, an der dieser Wert hier vom Betrag her gleich R wird. Also bei Grenzfrequenz Omega 1 oder Omega 2 haben wir vorliegen. Ich lasse die Omegas jetzt mal, die 1 und 2 mal weg. Omega L minus 1 durch Omega C plus minus R
gleich 0. Das führt auf eine quadratische Gleichung. Plus minus Omega RC minus 1 gleich 0. Ich isoliere das Omega Quadrat. Und führe die quadratische Ergänzung durch. Und dann kann ich die Wurzel ziehen. Omega 1 und Omega 2 sind dann gleich plus minus R durch 2L. Plus, eigentlich muss das auch hier plus minus sein, da aber negative Frequenzen keinen Sinn machen, kann ich das negative Vorzeichen hier gleich weglassen. Und man sieht gleich, dass egal was hier passiert, immer ein positiver Wert rauskommt hier für das Omega 1, 2. So, und damit haben wir das F1, 2 gleich 1 durch 2 Pi plus minus R durch 2L plus Wurzel 1 durch LC plus R Quadrat durch 4L Quadrat. Das Delta F, nämlich die Bandbreite, F2 minus F1, da sehen wir sofort, dass hier die Wurzel einmal positiv, einmal negativ auftauchen wird, also weggeht. Das hier taucht einmal positiv, einmal negativ auf, also taucht es doppelt auf. Und wir haben 1 durch 2 Pi mal R durch L. Man kann noch definieren die Güte. Definiere ich mal hier Q gleich Delta F durch die Resonanzfrequenz durch Delta F gleich, wenn wir das alles richtig hin. Dann bekommen wir 1 durch Wurzel LC mal L durch R und die Güte Q wird dann zu Wurzel L durch C mal 1 durch R. So, das ist das Ergebnis. Resonanzkreis.